Jo, liebe Leute, es geht weiter mit dem Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr dabei seid. Die nächsten beiden Fahrzeuge stehen schon bei uns auf der Platte. Jetzt werde ich aber ganz schnell nochmal daran denken, noch schon die Dings reinzusetzen, Stoppuhr reinzusetzen. So. Ja, geht zwar ein paar Minuten oder eine Minute. Später los, aber ist egal, passt schon von der Zeit her. Gut, schön, dass ihr dabei seid wieder. Auf jeden Fall. Wir machen heute weiter mit diesem Fahrzeug. Ach, das Auto, das beschleunigt nicht vernünftig. Jo, na super. Ist ja blöd. Das heißt, es ist sowas am Motor. Mal wieder. Das wird auf jeden Fall eine etwas härtere Arbeit. Na gut, gucken wir uns das ganze Ding mal an. Können wir mal gucken, ob wir im Inspizierungsmodus irgendwas finden. Ich hoffe, dass ich das finde. Warte mal. Ja, Diagnosewerkzeuge. Ich habe natürlich noch gar nichts freigeschaltet hier. Hab mir die jetzt erstmal quasi mehr oder weniger so im Inspizierungsmodus das Auto. Ah, super. Gut, scheinbar müssen wir am Motor ein bisschen arbeiten und ich vermute, dass wir da ein bisschen das rausbauen müssen. Dann fangen wir damit heute auf jeden Fall mal an. Auf jeden Fall erstmal die Zylinderkopfhaube raus. Damit wir mal drunter gucken, ob das überhaupt da so Sache ist. Bis jetzt sieht es auch relativ gut aus. Aber. Gucken wir mal. Kann es mit den Zündkerzen zusammenhängen? Könnte, ne? Schauen wir einfach mal, was es hat. So, raus damit. So. Zahnriemenabdeckung. Bestimmt irgendwas mit Zahnriemen zu tun. Riemenspanner weg. Wird er nicht beschleunigt. Ich will jetzt eigentlich auf gut Glück wieder den kompletten Motor auseinanderbasteln. Deswegen. Ah, es ist schwierig jetzt so von spontan jetzt hier eine Diagnose zu stellen. Hier ist nichts weiter, was Sache ist. Ist auch ein normaler Auftrag. Die Frage ist, was das ist. Ja, so halt meine Vermutung. Aber gucken wir mal. Wir bauen das ganze Ding weiter auseinander. Können ja auch was anderes sein. So. Was haben wir hier noch? Ja, klar, Zündkerze kann natürlich sein. Nehmen wir den mal raus. Nehmen wir mal die Zündkerzen raus. Nicht, dass da wirklich was ist. Das könnte nämlich meine Vermutung sein. So. Nee, das sind Katze, das ist tatsächlich nicht. Das sind Spule. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Drosselklappe mal wieder. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ne? So. Gut, dann ist es halt da nicht dran.
So, erstmal raus damit. Mal. Hier ist noch irgendein Teil, was unbedingt raus muss. Die Nockwelle geht natürlich noch nicht raus. So, Kraftstoffverteiler. Ansaug rüber. Den zweiten. Den anderen haben wir ja eben ausgebaut. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Zylinderkopfdichtung. Die Zylinderkopfdichtung, ja, okay. Generator. Nehmen wir mal raus. So, weiter geht die Reise mit der Servopumpe. Nehmen wir sie mal weg. Auch nicht, immer noch nicht. Ja, schwierig jetzt eine Diagnose von dir aufzustellen. Gut, Getriebe. Kann eine kleine Vermutung sein. Dass sie die Kraft nicht auf die Straße bringen. Aber, wow, das ist Getriebe, wird es wahrscheinlich nicht ganz billig, mein Freund. Aber gucken wir mal. So müssen wir jetzt an einigen andere Teile ran. Achso, ja, hier vorne. Wenn du jetzt mal die Bremsen demontiert, kannst du auch die Bremsscheibe nicht rausnehmen. Kartenabe. Und das Ding weg. So. Das Getriebe. Schwierig, an das Getriebe ranzukommen. Also das war hier die komplette Übertragungsachse nehmen. So, was haben wir hier? Immer noch nicht, okay. Sind da noch drin? Ach, hier. Liegt doch der Anlasser. Vom Motorraum wieder rein. Okay. Dann erstmal wieder runter mit dem Ding. So, dann demontieren wir von dort aus den Anlasser. So, jetzt gehen wir an dieses Getriebe dran. Was natürlich sein kann, dass da im Getriebe einiges noch kaputt ist. Und natürlich die Kraft nicht auf die Straße kriegt. Mal gucken halt nur. So, raus damit. Nehmen wir mal das Getriebe weg. Ja, sieht schon wieder so aus, als wäre da wahrscheinlich einiges am Getriebe durch. Naja, schauen. So, warum lässt du mich jetzt nicht daran? Schwungrad. Kupplungsdrucklager. Kupplungsdruckplatte. Also ich rate, ist das nicht das, was wirklich das komplette Getriebe gerade ist? Ich passe jetzt erstmal gerade das Schwungrad raus. Mit Ansage. Okay, dann haben wir den Fehler gefunden. Gut, dann setzen wir die Karre wieder runter. Aber lassen wir es erstmal noch so, wie es ist. Bevor ich da jetzt irgendwie groß rumfummel. Dann weiß ich aber, wo jetzt die Probleme liegen. So, also, Kupplung. Kupplungsdrucklager neu. Kupplungsdruckscheibe. So, jetzt gucken wir nochmal rein, was wir haben. Scheibe, Drucklager, Schwungrad. Das Schwungrad müssen wir nochmal neu einbauen. Schwungrad. Jawohl, ja. Und rein damit. So, okay. Dann geht's weiter mit dem Zusammenbau wieder. Weil wir haben alle Teile lokalisiert. Wir können wissen, wo der Fehler lag. Das heißt, wir bauen diese Karre jetzt erstmal wieder zusammen. Dann
kannst du nämlich auch erklären, warum die Scheibe Karre auseinander. Warum die Karre nicht beschleunigt hier. So, rein damit. Kupplungsdrucklager. Und das Getriebe wieder rein. So, vom Getriebe können wir die Kardanwelle wieder reinsetzen. Dann haben wir die auch wieder drin. So, jetzt gehen wir kurz wieder ran. Zoomen wir ein bisschen. Ah, lass mich mal bitte jetzt gerade da in Ruhe. So, jetzt bin ich wieder hier vorne an der Achse. Und wir fangen an, wieder alle Teile zu montieren. So, der größte Teil, ich muss hier gerade unten irgendwo ran, weil, ne, hilft euch ja nichts. Anlasser, genau. Doch, alles klar, soweit. Gut, dann müssen wir nämlich am Motorraum, weil dann können wir nämlich von vorne weg den Motor wieder aufbauen. Kurz die Zeit sagt. Alles noch gut. Alles noch im Plan. Kriegen wir auch wahrscheinlich sogar das Fahrzeug, das Dings hin. Das, Kampagnenfahrzeug hin. So. Dann geht's weiter mit der Nockenwelle. Und weiter geht's mit der Nockenwellendeckel. Oh ja, Momentzeit. Ich werde nicht wieder so eine lange Folge machen wie in der letzten. So zwischendurch sind das mal so 37, 38 Minuten, aber es liegt ein bisschen daran, wenn ich zwei Fahrzeuge habe. Heute machen wir wahrscheinlich nur eins. Ich weiß es aber noch nicht. Also wenn ich jetzt über 20 Minuten bin, fange ich noch ein Kampagnenfahrzeug an. So, gucken wir aber halt mal. Wir sind jetzt bei etwa 11, 12 Minuten. 13 Minuten, circa. So. Kuppelwellen, Riemenscheibe rein. So, Wasserpumpe rein. Hätte ja alles sein können, ne? Das ist es halt einfach. Man muss jetzt mal suchen. Und da, bis er ein bisschen im Getriebe dran war, das dauerte auch ein kleiner Moment. Also, schwer war es gar nicht, wenn man es einmal lokalisiert. Aber es kann verschiedene Gründe haben und dann muss ich anfangen, die Dinger zu machen. Ich muss natürlich anfangen, jetzt erstmal die ganzen Diagnosegeräte mal freizuschalten, damit ich einfach mehr die Arbeitszeit und Arbeit spare, alles einzeln auseinanderzubauen. Weil das frisst nämlich auch extrem Zeit. Aber so ist das halt manchmal, wenn man noch nichts hat. So, jetzt gucke ich gerade hier. Anlasser wieder rein. So, gut. Hier fangen wir wieder an mit der Zündkerze. Kurz mal warten. So. So. Weiter mit den Kurbellagerwellendeckel. Nockenwellenlagerdeckel heißt die Teile sogar. Okay. Ich habe nur drei Autos hier stehen. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist nur noch zwei. So, rauf damit. Gut. Dann geht es hier weiter mit der Drosselklappe. Wie gesagt, das Thema, das kennen wir ja so. Und dann geht es soweit weiter. So, dann müsste eigentlich jetzt das Thema erledigt sein. Und weiter geht es wieder hoch, weil wir vorne noch die Achse zusammenbauen müssen. Die eine Seite haben wir ja, die andere Seite haben wir noch nicht. So. Radnabe rein.
die Bremsscheibe rein. Ich vergesse immer wieder, die Dinger zu verkaufen. So, dann geht's hier weiter mit der mit dem Radlager. Radlagerdecke. Felge. So, müsste eigentlich erledigt sein jetzt. Keilriemen. Brauchst du nicht. Hier ist ein Keilriemen. Ja, ich muss mal einen Motorraum. Ich muss die Karre wieder runtersetzen. Ich muss noch mal einen Motorraum hier. Mein Gott. So. So, rein damit. Jetzt kann die Karre weg. Da Mutter vergessen. Zündspule, Doppelfunk. Was für eine Zündspule? Sie verarschen jetzt. Wo habe ich die Zündspule vergessen? Ich habe gar nichts vergessen. Alles überbewertet hier. Ja, habe ich eine Zündspule vergessen? Ach, hier auf die. Warte mal. Ach, da. Gut, okay, macht natürlich Sinn. Fertig. Thema erledigt. Und wir sind in 16 Minuten, 17 Minuten durch. So, dann gehen wir mal kurz die Karre rüber auf die Hebebühne zu stellen. Warte mal, wo ist das Zeug hier? Moin! Bin wieder da. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. So, das ist jetzt eher richtig hier. Wir gucken mal. Erstmal, was wir, was unser Dings noch hat. Wir haben bestimmt noch ein paar Punkte. Wir haben 2 Punkte insgesamt. Wir brauchen aber noch ein bisschen, um leveln zu können. Gut, rein theoretisch könnte ich jetzt ein Profiltiefenmesser freischalten. Dann nehmen wir das mit. Nehmen wir die mit. Fangen wir an, die 2 Geräte zu freischalten. Montiere 100% schneller. Ja gut, können wir auch machen noch, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, gut. Dann gucken wir mal, was unser Fahrzeug hat. Vieles. Der Herr Giesbrecht. Der Herr Giesbrecht möchte was. Das werden wir aber nicht nur heute angehen, das Thema. Das werden wir tatsächlich erst in der nächsten Folge angehen. Das ist viel zu viel, um jetzt was zu sagen. Wir gucken uns natürlich erstmal den Auftrag an. Wie ihr seht, sind das ganz, ganz viele Teile, die neu zu machen sind. Bestimmt wieder viel Aufhängung, viel Motor, etc. Was hat er denn? Er hat ein Fahrzeug von einem Bekannten erworben, der schnell an Geld kommen musste. Er versicherte mir, dass dieses Auto vortauglich ist, aber es kaum möglich, damit auf der Straße zu bleiben. Nee, warte mal. Kaum möglich, damit auf unebenen Straßen zu fahren. Mal zieht es nach rechts, mal nach links. Dasselbe Problem habe ich auch beim Bremsen. Können Sie bitte einmal nachsehen und das Auto reparieren? Das klingt ziemlich nach Aufhängung und Bremsenthema. Zumindest auf den ersten Blick. Dass da wahrscheinlich sowas wie alles verzogen ist. Das heißt, wir dürfen wahrscheinlich komplette Vorderachse rausbauen. Das werden wir dann auch tun. Da ist schon mal so ein Motor, werden wir nicht viel machen müssen. Das werden wir aber dann, wie gesagt, in der nächsten Folge angehen. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, hier beim Automechaniker Simulator.